Meine lieben Überlebenden da draußen, seid gegrüßt und wie immer herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit der Last of Us Part 2 Remastered auf der PS5 und wir sind beim letzten Mal hier mit Abby und Owen im Aquarium angekommen. Und dann wollen wir doch mal gucken, was es hier so Schönes zu erkunden gibt. Und schauen uns mal um. Man kann leider nicht mehr so viel erkennen, ne, weil das hier alles ein bisschen versifft ist. Aber macht nichts. Wir gehen mal weiter. So, hier. Hilf mir mal damit. Ja, fass mal an, Mensch. Was ist das hier? Na, das ist eindeutig eine Art Theater, bloß für Fische. Ja, das sieht schon geil aus. Bist du jetzt ein Hahn? Was? Ich bin ein Wolf. Das ist mein Geheul. Du bist ein Spinner. Ja, aber du liebst diesen Spinner. Also was sagt das über dich aus? Okay, warte mal. Wir gehen erstmal hier so ein bisschen durch. Okay, er ist da drüben. Mal sehen, kann man das hier oben benutzen? Guck mal. Da ist die Kamera, ne? Okay. Gehen wir hier mal schauen. Tribüne, ne? Quasi. Und er ist auf dem Boot. Wir lassen ihn mal machen. Ich will mal eben hier noch so ein bisschen mich umsehen. Vielleicht gibt es hier irgendwie ein Sammelobjekt, Münze, was auch immer. Glaubst du, das Segelboot gehörte zur Show? Nee, sieht aus, als hätte es jemand zu einer Art Dock umgebaut. Willst du es dir ansehen? Ja, ich komme sofort. Warte mal kurz. Okay. Hep. Und hep. Wir gehen mal vorsichtig rein, oder? Hier sind Kindersachen. Bestimmt war eine Familie hier. Sieh dir die Zeichnung an. Was wohl aus ihnen geworden ist. Vielleicht gingen sie zu den Wolves. Ja, oder wurden von Scars getötet. Was für ein Optimist. Die Gesichter. Okay. Okay, genug von diesem Boot. Na, Lust auf den restlichen Fischzoo? Meinst du, es gibt noch mehr zu sehen? Na klar. Auf geht's. Okay. Bestimmt hier lang, ne? Ah, verschlossen. Meinst du, du kommst da durch? Hilf mir da hoch. Ja. Yep. Und hepp. Ja.
Ja. Okay. Ach du Scheiße, gar nicht übel. Hab gestern 180 Pfund gestemmt. Ja, klar. Also, wir sehen uns schnell mal um und dann... kehren wir zurück. Mhm. Okay. Ja, nur dass das noch gar nichts ist und du mich noch anflehst zu bleiben. Träum weiter. Wart's ab. Gibt's hier Fische? Ah. Ob die wohl mit dem Meer verbunden sind? Oh mein Gott. Wow. Sieht man nicht jeden Tag. Ja, das ist cool. Hey Owen, keine Punkte. Sieh mal. Tja, ich habe auch keine aus Bronze gesehen, also... Wir müssen mit den anderen zurück. Oder mein? Okay, damit sie auch die Regeln brechen. Erst mal gucken. Guck mal hier. Aha. Was für ein Trip. Pennys Junggesellenabschied 2013. Okay. Ich beanspruche diesen Ort. Er gehört mir. Was? Besuchen erlaubt. Oh, bist du sicher? Nicht so ganz. Ich werde abwarten, wie nett du zu mir bist. Du bist ein Arsch. Kein guter Start. Alright, dann gucken wir weiter. Ich glaube, hier unten gibt es nicht mehr so viel, ne? Wir können, glaube ich, mal nach oben gehen. Oder? Max Place. Spielecke. Versperrt. Natürlich. Da ist ein Aquarium im Boden. Kannst du dir vorstellen, was hier mal los war? Lachende Kinder, die rumlaufen. Meinem Dad würde es hier gefallen. Ja, er wäre ganz aus dem Häuschen. Ja. Okay. Ja, das ist schon richtig cool, ne? Kann man nicht anders sagen. Ach, guck mal, hier gab's Kaffee. Und so, glaube ich. Oh nein. Ob das wohl unser Kapitän ist? Shit. Dad, ich bringe Max von hier weg. Er kann nicht sein ganzes Leben lang in diesem verrotteten Gebäude eingesperrt sein. Hier wird er nur deine Schwächen annehmen. Als die Soldaten Mama umgebracht haben, hast du nur zugesehen wie ein Feigling. Was für ein Vorbild bist du? Du hättest wütend werden sollen. Du hättest ihnen Schmerzen zufügen sollen. Sie rächen sollen. Ich will, dass Max sieht, wie es ist, wenn Leute sich für das einsetzen, was sie wollen. Wenn sie bereit sind, etwas aus ihrem Leben zu machen. Die Welt ist schlecht. Es liegt an uns, das zu ändern. Nur in der Schwäche finden wir wahre Stärke. Vielleicht kommen wir eines Tages zurück. Falls ja, hoffe ich, dass du nicht immer noch auf deinem blöden Stuhl herumsitzt. Seine Kinder haben sich den Skars angeschlossen. Scheiße. Ja, das Gute ist, wir haben die Schlüssel. Was ist los mit dir? Er ist ein Skelett, er braucht sie nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso schließt man sich freiwillig den Skars an? Wieso nicht? Weil dieser Kult wahnsinnig ist. Deswegen. In den Quarantänezonen gelten die Fireflies als Terroristen. Fanatiker. Sag solches Zeug ja nicht im Stadion, okay? Okay, schon gut, schon gut.
Noch ein Zettel. Es ehrt dich, dass du deinen Vater respektierst, aber du musst verstehen, dass er dich nur kontrollieren will. Er will, dass du dich weiterhin wie ein Kind fühlst, weil er zu viel Angst davor hat, wie ein Mann zu handeln. Du verdienst es, in einer Gemeinschaft zu leben, die starke Charaktere wie dich unterstützen kann. Und Max erst recht. Er ist noch so beeinflussbar. Wenn dir etwas an deinem Bruder liegt, solltest du mit ihm fortgehen, bevor er die Schwächen deines Vaters übernimmt. Wir kommen in 5 Tagen wieder an eurem Aquarium vorbei. Wenn ihr mit uns kommen möchtet, stellt eine brennende Fackel am Steg auf. Wir landen dann in der Nähe an. Sie führen dich. Naja, wer hier wohl beeinflussbar ist, ne? Ja. Aber ein schöner Ort. Für so eine Apokalypse. Da gibt's wesentlich Schlechteres. So, mal sehen. Können wir das hier... Oh, was ist das? Meinst du, das ist die Familie vom Boot? Würde ich sagen, ja. Habe ich eben gar nicht gesehen. Und hier ist auch noch ein Zettel. Kinder, wenn ihr das findet, will ich, dass ihr wisst, dass ich euch nichts vorwerfe. Die Seraphiten verkaufen sich gut. Ich verstehe, warum ihr dachtet, ihr hättet es bei ihnen besser. Im Boot ist etwas zu essen und Wasser. Nehmt es und verlasst diesen Ort. Ich weiß, dass ich euch zu sehr kontrollieren wollte. Ich wollte unbedingt, dass ihr beide sicher seid. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich konnte keine Antibiotika finden. Ihr sollt beide wissen, dass ich euch liebe. Ricky, pass weiter auf Max auf. Das schuldest du ihm. Dad. Ja. Okay. Ja. Nicht so cool. Probierst du die Schlüssel? Oh ja. Den hier? Nee. Wie wär's mit... Geschafft. Cool. Krass. Das Malen muss ewig gedauert haben. Naja, in so einer Apokalypse hat man ja auch Zeit, ne? Wo steht da? Das Weite Meer, Ausstellung. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sag bloß nicht, du willst da runter. Komm schon. Holen. Das war's dann. Versprochen. Das war's dann. Einfach nicht runterschauen. Geh schon. Geht doch. La 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 la. Die an. Würde ich ihn gern kennenlernen. Ich meine, er ist ein Scar. Hast du vielleicht? Scheiße, hoffentlich nicht. Ja, ist schon geil. Solide Festung, Max. Sehr gute Arbeit. Wow. Komm hier rein. Wow. Wow. Ja. Siehst du das? Sie sind wirklich gepunktet. Ja.
Na. Geht es dir zu schnell? Nein. Ist es das? Es ist das, oder? Du findest mich abstoßend. Komm schon, Abs. Es tut mir leid. Hey, sag das nicht. Red mit mir. Ich weiß, alle Spuren sind kalt. Aber Joel ist immer noch da draußen, weißt du? Ich weiß. Was soll ich tun? Gehen wir zurück. Wir können weiter trainieren. Geh schon mal vor. Was ist mit dir? Ich werde noch eine Weile bei den Robben bleiben. Es tut mir leid. Ich sagte doch schon. Sag das nicht. Okay. Das war das Aquarium. Was, wenn Owen woanders ist? Er ist dort. Gehen wir vom Dach runter, bevor uns jemand sieht. Kann ich dir das ausreden? Nein. Wir wissen nicht, was passiert ist. Ich muss ihn finden. Ich meine, wenn er Danny getötet hat. Scheiß auf Danny. Schade, dass Owen ihn vor mir erwischt hat. Wow, Abby. Ja, Abby ist ein bisschen angefressen. Komm schon. Es ist echt nett, dass du mir hilfst, mich wegzuschleichen. Wie willst du zum Aquarium kommen? Auf dem Highway? Geht nicht. Zu viele Patrouillen. Sie würden mich sehen. Improvisiere. Das Aquarium ist westlich von hier. Ich folge einfach der Sonne. Ich begleite dich. Ich weiß, was ich tue. Es sind zu viele Scars in der Gegend. Manny, bitte. Na gut. Wie du willst. So, guck mal. Hier auch wieder so eine kleine Unterkunft, ne? Gut. Wir gucken uns erstmal um hier. Ja, Manny, ich komm gleich. Bleib ruhig. Wir... Ressourcen suchen. Wusstest du, dass hier jemand wohnt? Guck mal hier. Was ist das? Wieder was zu lesen. Oh, nein. Dein heißes spanisches Flüstern? Hey! Das ist privat. Oh mein Gott. Das hier ist deins? Sag mal, wie viele Liebesnester hast du eigentlich? Okay, pardon. No hablo inglés. Ach so. Aha, aha, aha. Der alte schwere Nöter. Interessant, interessant. Jawohl, hier. Die guten Teile, die können wir nicht liegen lassen. Wir brauchen das. Danke. Ah, hier ist auch noch was. Yeah, Pillen. 45 Zusätze. Okay, cool.
Hier war nichts mehr, ne? Gut, dann mal eben gucken. Huch. Lauschmodus Klarheit. Nehmen wir das. So. Haben wir die Punkte gleich wieder investiert. Hey. Danke. Hierfür? Ja, alles andere. Ja? Du bist ein guter Freund. Ha, komm schon, Ems. Du weißt, ich hab mich damit gefühlt. So. Hier ist nichts mehr, ne? Sieht gut aus. Na los. Ja, komme. Wünsch mir Glück. Wenn du ihn findest, schlag ihn nicht zu fest. Ich gebe mir Mühe. Im Ernst. Pass gut auf dich auf. Bis dann. Ja, und zum Abschied noch eine Ghetto-Faust. Okay. Richtung Sonnenuntergang. Jo, also nach Norden. Machen wir. Ganz entspannt, ohne Stress. Gucken wir uns jetzt hier mal um. Da haben wir doch schon was. Da auch. Da auch. Mega. So mag ich das. Erkunden und dafür belohnt werden. Gut, dann gehen wir hier nochmal rüber. Aber ich glaube, da kommen wir nicht rein, ne? So ein bisschen verschlossen hier, der ganze Kram. Na gut. Dead End. Toll. Ah, guck mal. Ich hätte hier auch durchgekonnt. Und da hinten wird schon wieder geballert. Das stinkt hier so. Oh oh, ich glaube, Abby muss gleich brechen. Schneiderei hier? Sieht so aus, ne? Der Ort kommt mir sehr bekannt vor. War ich hier nicht mit Ellie schon? Oder täuscht das gerade? Okay, die Schüsse kommen näher. Oh oh. Kann ich auf den Truck rauf? Aha. Da liegt auch was. Okay, mal sehen, ob ich das... Ja, klappt. Aber rein kommen wir da nicht, ne? Oder? Ne, alles verrammelt. Okay. So, warte mal. Kommen wir hier auch rauf? Guck mal, da oben ist ein Fenster offen. Aha. Ja, dann
Müssen wir da wohl sogar lang? Irgendwas habe ich gerade gehört. Irgendein Stöhnen. Ah, hier, Münze. Oh, cool. North Dakota. Cool. Danke. Ah, okay, hier ist nichts. Okay. Habe ich recht gehabt? Hab was gehört? So, warte mal. Lass uns mal hier schauen. Klebeband. Klebeband ist immer gut. Teile auch. Okay, warte mal. So. Können wir neun machen. Zack. Können wir das auch mitnehmen. Gut. Hier nochmal die Schublade durchsuchen. Jawohl. Und Pillen. Wunderbar. Durch. Und hier hinten ist Ende, ne? Ja, aber auch hier gibt es wieder Pillen. Finde ich gut. Ich muss es vor Sonnenuntergang schaffen. Gut, wir krabbeln durch. Was zum Teufel? Ja, das Bild kennen wir, ne? Ja. Ja, direkt in einen Abgrund. Oh, diese Freaks stehen schon vor der Tür. Guck mal, hier kann man sogar rein. In die Waschküche. Ja, das ist ja mega. Geil. Das lohnt sich doch wieder, Freunde. Das lohnt sich. Na, oben geht nicht, ne? Gut. Was?
War's das? Ja, das war's. Uiuiui. Okay. Guck mal, können wir wieder erkunden? Danke. Danke. Und wir können gleich wieder was herstellen. So. Ein paar schöne Rohrbomben. Die sind echt gut, ne? Die machen ordentlich, ordentliche Ärger. Oh, hier. Huch. Leicht ein bisschen, ne? Blutig. Guck mal, hier kann man durchkrabbeln. Aha. Badezimmer. Oder Toilette, vielmehr. Okay, haben wir die Räume soweit abgefrühstückt. Dann hier. Teile. Hm. Hier auch noch was. Okay, cool. Dann gehen wir hier weiter. Da geht's raus. Da gehen wir auch gleich hin. Muss mal eben hier nochmal schauen, aber ich glaube, mehr gibt's hier auch nicht, ne? Jo. Da geht's rüber. Da lang oder hier lang? Ich weiß gerade selber nicht, wo ich lang will. Ich glaube, wir gehen mal hier da. Oder? Guck mal. Hier können wir rein. Ja, hier können wir schön looten. Oh, wieder ein Safe. Okay. Wir haben aber bisher keinen Hinweis auf den Code, ne? Das heißt, wir müssen ein bisschen suchen. Aber wir können mal wieder was basteln. So, wir machen diesmal einen Schalldämpfer. Zettel liegt hier nicht, ne? Okay, gehen wir mal einen weiter. Ah, ich kann leider nicht lesen, was da steht. Irgendwas mit Planet Herbs. Wahrscheinlich so Kräutergedöns, ne? Denke ich mal. Oder Apotheke vielleicht auch. Ah, hier. Danke. Gut, haben wir den Laden auch. Was haben wir hier? Nein. Okay. Da brauchen wir dann wohl einen Schlüssel. Aber wir gehen hier nochmal schauen. Zack.
Okay. Danke. Oh, Teile auf dem Fußboden diesmal. Sehr gut. Ah, okay. Ich glaube, wir gehen jetzt über die Wohnung dahin, ne? Oben drüber. Oh. Verdammter Mist. Das ist aber nicht geil. Habt ihr gesehen, ne? Ich wollte mich gerade an den Rand schleichen. Nur noch Millionen. Ich wollte mich gerade an den Rand schleichen und das hat er sofort mitbekommen, ne? Da war ich wohl zu laut. Ja, aber ein schickes kleines Restaurant hier. War bestimmt mal richtig lecker, der Kram. So, okay. Ah! So. Dann lass uns hier mal schauen. Wo das hier hinführt. Oh. Scheiße! Oh. Arschloch. Boah, hat der mich erschreckt. Heftig. Oh. Erstmal aufmachen hier, ne? Jawollo. So, jetzt können wir uns mal in Ruhe umgucken. Oh. Oh ja. Schau mal hier. Sehr schön. Da freut sich Abby. Doppelläufige Flinte. Und Muni. Dankeschön. Klasse, klasse, klasse. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Der Besuch in dem wunderschönen... Das war Erschrecker Nummer 2. Okay. Danke dafür. Aber einen Code haben wir immer noch nicht, ne? Für den Safe. Schade eigentlich. Ah, vielleicht finden wir den ja noch. Gehen hier nochmal ein Stück weiter. Hier ist das Safe. Mal gucken. Nicht, dass hier irgendwo was geschrieben ist, weißt du, und ich das nur nicht sehe. Manchmal ist das ja so. Aber ich glaube... Nee, ich glaube nicht. Gut.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle erstmal wieder ein kleines Päuschen. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir den Code für den Safe noch finden und den eventuell dann knacken können. Meine lieben Freunde, meine lieben Überlebenden da draußen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberspielen. Und wenn ihr mögt, dann lade ich euch ein, in der nächsten Folge wieder mit dabei zu sein. In diesem Sinne, macht's gut. Und wie immer, tschö. Mit Ö.